Back of the Line, Folge 4, und wir suchen das Signal von diesem Funkspruch in der letzten Folge. Logo hat gesagt, es geht hier lang, und dem vertrauen wir ja, wie es aussieht, blind. Ein Schalli drauf. Gott. Am Rande. Passt. Das Signal kommt von da unten. Ganz unten. Ganz unten. Die 33. wirft die Angel weit aus. Holen wir sie ein. Du weißt, das ist eine Falle. Ja, aber hier sind alle verrückt. Daniels ist vielleicht unsere einzige Hoffnung, was auszurichten. Kommt mit. Liegt nach Foltern. Ich hätte die Füße noch hochgenommen, aber naja. Ui, bin hängen lassen. Geh aus dem Weg! Nö. Hey, er hat mich sogar berührt. Hey Bradley, hast du ein Kaugummi? Hier ist der Letzte. Wenn's der Letzte ist, dann behalt ihn, Mann. Nimm nur, hab ihn sowieso besser. Schall den Verlauf, erledigt sie. Blöder Arsch. Ja, wird gemacht. Die sind zu langsam. Wieder aufgefüllt. Wie die hier lang rennen, also wenn ich schon schleiche. Eine Nachricht vom Tower. Moment. Unsere Kräfte nebenan sind Soldaten. Erst feuern, wenn ich es sage. Weitere Grey Fox-Leute in der Gegend. Seien Sie bereit. Und die Zivilisten konnten wir okay, nicht ausschalten. Ich sie aus. Einige. Ziel ist in Sicht! Feind ausgeschaltet! Gegner stürmen die Treppe! Hey! Oh. Halte nicht! Ich muss nicht runter! Da kommt der Schrotflinte! Lade nach! Seid wachsam! Jetzt aber balla balla balla! Hallo! Hallo, oh. Gegner ist tot. Die wollte ich austauschen, so. Feind ausgeschaltet! Da kommt eine Schrotflinte! Werfe Granate! Ich habe immer das Gefühl, dass da noch Leute dranhängen an der Schrotflinte. Hör noch was. Fragt sich wo. Ich bin weg. Oh, Munition auffüllen. Sehr schön. Oh. Irgendwas? Muss der Typ im Radio sein. Shit. Meinst du? Würde er erklären, wieso Dubai total durchdreht? Bestimmt. Ein Saw. Kennt man auf Call of, kennt man aus Call of Duty. Naja. War ja auch ungefähr die Zeit, wo das rauskam. Auf jeden Fall sehr langsam inszeniert. Danke. Blender!
Alter, da kann echt weit werfen. Oh, was liegt da denn? Aha. Na komm. Ah. Wo ist noch einer? Da. Oh Gott, hier ne runterfallen. Das wäre... Scheiße, da ein Heli! Alles klar. Scheiß groß das Ding, was? Ja, und seine Freunde wissen genau, wo wir sind. Achtung, sie kommen genau auf uns zu. Na denn. Hallo. Da kommen noch mehr auf uns zu. Halt, bewegt sich, Vorsicht! Was? Ach, Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, nochmal. Also ich muss sagen, das ist manchmal ein bisschen unübersichtlich. Jetzt war ich gleich durchrennen. Ich wollte Gott blenden lassen, aber... Oh. Was sind denn die alle? Weiter geht's. Wo sind die denn? Feind ohne Deckung. Tango erledigt. Hab ich den getroffen oder was? Immer mehr? Sie bewegen sich! War hier Nicole eh noch? Tango erledigt! Ah! Ich lade nach! Feind am Boden! Wo? Wo? Feind mit Schutzflinte! Ausschalten! Jetzt pass mal gut auf! Der ist hin! Ich brauche hier Hilfe! Ach, hier kann man hochgehen. Die brauchen echt lange, um den auszuschalten. Ziel erledigt. Und jetzt? Waren das alle? Ja, alles klar.
einmal weiter. Au. Wenigstens haben wir es geschafft. So wie ich mich manchmal anstelle, ist das ja auch eine kleine Überraschung. Wie viele Männer brachten Sie mit Agent Daniels? Nein, ich sage jetzt gar nicht mehr. Lassen Sie mich mit Conrad reden. Wirklich? Sieht nach meinem Lieblingsrollensprecher. Was glaubst du, wie lange Daniels durchhält? Nicht mehr lange. Drei Taschen, aber wer ihn kennt, wer ihn nicht kennt, Handsome Jack von Borderlands 2. Good Taste from the Borderlands, aber haben sie ja nicht übersetzt. Das ist ja logischerweise überhaupt nicht. Ich erzähle einen Quatsch heute. Heute, ne? Immer. Aufs Glas. Auch könnt ihr vielleicht auch mal irgendwie. Hallo, könnt ihr. Oh, da ist ja immer noch eine Tose, aber zeigt irgendwie. Wenn man sich mal eine Waffe, eine andere Waffe holen, dann liegt die auf dem Tisch und man kommt nicht hin. Sind wohl ein bisschen besser durchorganisiert wie wir. Hallo? Wo? Ach genau, da steht keiner mehr. Aber wie sieht das schon wieder ganz schön fett nach Sandsturm aus? Schön. Wieder hängt er da wie so ein Spacko. Mann, Mann, Mann. Oh. Kommt durch das Gebäude. Werden die 33er nicht als Helden angesehen? Die Folter wirkt ein bisschen heftig. Wenn dieser Radiotyp das Sagen hat, ist alles möglich. Wie kommst du drauf? Ich glaube, ich kenne ihn sogar. In Kabul reist du ein Reporter mit der 33. Schräger Typ, die Sorte, mit der man sich nicht gern anlegt. Gibt's hier was? Ich hab nie mit ihm geredet. Aber der Colonel vertraute ihm blind. Kam nie dahinter, wieso. Aber es scheint, sein Vertrauen hat sich ausgezahlt. Und wieso denkst du, das ist derselbe Typ? Seine Stimme. So eine Stimme vergisst man nicht. Das Signal ist noch schwach. Wir müssen weiter runter. Ist ja auch vom Radio. So. Oh. War bestimmt mal ganz hübsch früher. Ja, denke ich doch. Suchen wir den Ausgang. Da ist eine Tür. Da geht's wohl raus.
Wer weiß wohin? Oh. Die Zwischensequenzen sind ziemlich leise abgefilmt. Abgemischt. Au. Wir sollen ja nach unten. Au. Scheiße. Ohne nachzudenken, ne? Au. Adams, Lugo, hört ihr mich? Toll. Kein Signal. Das Kapitel gehen wir in der nächsten Folge an. Bis dahin. Ciao. Wird ja immer besser.